Hallo und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir sind wieder zurück auf Zepho, den Planeten, den ich eigentlich nie wiedersehen wollte, weil er mich genervt hat. Allerdings hat das Imperium anscheinend auch wieder irgend so ein Zepho-Grab gefunden. Ich habe die Story noch nicht so ganz verstanden, warum die brauchen. Ich glaube, das wissen sie selber noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall sollen wir uns mal auf die Map gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Wir müssen da hinten eine Wand durchbrechen. Ich glaube, ich weiß auch, wo das ist. Ja, das. Ich weiß, welche Wand das ist. Wenn jetzt hier der Weg nichts super Specialiges bereithält, dann werdet ihr jetzt gleich eine Katze sehen, sobald ich die hier getötet habe. Okay. Wieso bist du nicht tot? Ich habe den Schuss abgewehrt, du Arschloch. So, die zwei weg. Die sind so scheiße, ne? Sie können nicht entkommen. Scheiße. Das werden Sie bereuen. Ich habe sie. Ich bin nicht, ich töte dich. Arschloch. Hey, Halbjot. So schön. So, hier müssen wir durch. Das habe ich nicht erwartet. Das ist eine riesige Zepho-Statue. Sollten da nicht auch Zepho-Sachen drin sein? Aber vielleicht hat das Imperium, das ist ja jetzt mal schon, dass das Imperium hier irgendwelche gefunden hat. Ah, Upgrade. Bitte das Kopfanschluss, bitte. Den bräuchte ich mal. Ah ja, danke schön. Du hast recht, ich könnte deinen damit ersetzen. Reparieren wir dich mal. Und besser? Willst du es versuchen? Hack Konsolen, um neue Gebiete zu erreichen. Perfekt. Hier, hack mal. Und da kommt er. Na, steck deinen Ding rein. Boah, ich bin halt du doch schön auf zu schießen. Oh, ein Loch. Damit hab ich nicht gerechnet. Ja, da kann ich nicht durchlaufen, weil da irgendwelche Energiestrahlen sind, die ich umbringen, aber okay. Was ist es, BD? Ich weiß. Sie wollen Zepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Zepho interessiert ist? Möglich. Jetzt bin ich ganz in dieser Landeplattform. Oh Gott, nein, ich schon dieses fette Rindvieh. Mich zu schießen oder auf den zu schießen. Oh Gott! Ah! Du wirst mir nicht entkommen! Hilfe! Ich kann nicht mehr kämpfen! Okay, okay. Ist das im Griff? Ich hab's im Griff. Schieß auf das Ziel! Wieso? Von der Seite!
Set is Chaos. Your face. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Du stirbst ja aber. Bitte, hilf mir bitte. Nein, die Fresse. Kannst du das Ding hacken? Oh, steck den Finger rein. Aha. Halt! Du gehörst mir, Verräter. Okay. Leichter Schaden. Okay, du... Gut. Die sind nervig, allerdings alleine dürfte das kein Problem sein, wenn der Typ nicht irgendwie Verstärkung holt, aber du kannst trotzdem natürlich gerne mal scannen. Auch wenn er etwas, naja, egal. Auslösungstruppler-Kommandeur, Eine Spur vom Grab? Nein, und die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht. Bleib konzentriert. Pass auf ihn auf, Biddy. Okay, wir suchen weiter. Das sieht nicht ganz richtig aus, ich lasse es einfach mal richtig. Wo geht's da hin? Wissen wir nicht. Okay, das ist immer interessant, wenn wir nicht wissen, wo es hingeht. Einfach runterspringen. Oh, das ist ein Speicherpunkt oder so. Ah, hier ist dieser abgestürzte. Mir fällt der Name noch ein. Das ist ein republikanisches Schiff. Venator-Kreuzer, genau. Ich habe Empire at War gespielt, ich kenne mich damit aus. Und mit dem Republic at War, aber egal. Funkspruch absetzen. Ich will. Hallo. Möchte. Wir funken. Da, Sternzerstörer. Ein Venator. Da drin könnten nützliche Infos sein. Ich versuche hinzukommen. Hey, du Hurensohn. Ausgewicht, du Arsch. Oh, ich kann dich finishen. Oh ja, das mache ich nicht gerne. Du Arsch. Tja, nicht so gut gelaufen, hä? Immerhin kann ich auf ihn scheißen. Denke ich mal. Kann bestimmt hier hoch. Das ist immer so, wenn laufen muss für alles, ne? Das ist so. Such Droide. Sie beobachten uns. Sie beobachten uns, ja, der schießt auf mich. Arschloch. Du bist ein richtiges Arschloch, weißt du? Bitte, hilf mir bitte. Hier geht's rein. Triebwerk, oder das ist. Ah! Wie viel von euch gibt's denn hier? Mistvieh. Leute, was macht ihr denn hier? Hm? Au! Warum machst du so Geräusche? Ja, also. Zeig mal. Jetzt bist du ein toter Klon. Sieht nach Klon aus. Alle Trupps, Alarmstufe rot. Ja! Der Commander starb durch ein Lichtschwert. Kannst du mir helfen, BD? So, das ist natürlich ein Problem. Ach, so. So, jetzt haben wir's. Nein. Wollen weiter latschen, du Idiot.
ich eigentlich richtig? Wir kommen der Sache näher. Bezweifle ich irgendwie. Ich hab schon vorhin gespürt. Es ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Bereit für eine Seilrutsche? Seilrutsche? Wie denn das? Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Kann ich denn auch nach oben rutschen, oder wie? Ich werde Lust nach oben rutschen. Na, das macht Sinn. Kurz das Seilrutschen in beide Richtungen, aber ich hätte sogar recht. Ja, okay, ich komme jetzt hier nämlich nicht mehr weiter. Das ist sehr gut. Los geht's. Dann gehen wir jetzt nämlich da rüber. Ich ruhe mich einmal kurz aus, damit nichts mehr davor ist. So. Genau. Könnte ich das mal überladen und dann rutscht man mal nach oben. So. Dann gehen wir da rüber und den auf dem Kopf landen. Oder auch nicht, weil ich einfach mal wieder viel zu inkompetent dafür bin. Sind sie weg, toll. Tschüss. Ich ziele. Er muss einen Fehler machen. Wir müssen dranbleiben. Dafür wurden wir nicht ausgebildet. Ich treffe ihn einfach nicht. Ich brauche Verstärkung. Treffer! Ich brauche nur einen guten Treffer. Er ist getroffen! Was macht er da? Jetzt sind nur ich weiß es selber nicht genau, was er tut, aber er hat es irgendwie geschafft. Ich könnte einen Stim gebrauchen. Wolltest du kein Schild mehr? Hab ich dir oft genug irgendwie Projektile in den Kopf geschmissen oder wie? Ach, sind wir hier. Hier ist nicht mehr drauf. Tschüss, komm. Schieß, ja komm. Put, 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 ja schieß. Ja gut, hast du es gemacht. Oh, ich hab keine Macht mehr. Lauf! Scheiße. Na, identifiziert. Oh, weg. Ich bin dabei. Ah! Oh Gott, ich will das ja. Lauf. Lauf, weg. Hilfe. Oh, wer bist du denn? Hörst mir, Verräter. Du kommst nicht durch. Zu viel für dich. Nun Kratzer. Au. Aha. Hab ich dich. Also es macht viel mehr Spaß, gegen einzelne gute Gegner zu kämpfen, als gegen mehrere nicht so gute Gegner. Ich glaube, da brauche ich einen Machtgriff. So, nein. Ja, ich lerne hier bestimmt den Machtgriff noch. Ich werde dich keine ganze Seile runterziehen. Die da so hängen. Aha! Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen, dein Leben und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Na gut. Bleib stehen. Ja, mal wegwerfen. Du Opfer. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen.
Das ist zu einfach. Sehr schwache Leistung. Hört's aber auch ein bisschen arg viel aus, weißt du? Soll ich's beenden? Du fällst zurück? Ihr Lichtschwert macht echt coole Geräusche. Auch wenn ich so rumzuporten, das ist ein bisschen nervig. Ich kämpfe wenigstens mal richtig. Ich porte mich auch nicht durch die Gegend. Beziehungsweise nutze hier Machtgeschwindigkeit. Du kannst nicht ewig davon laufen. Ich bin dir haushoch überlegen. Ansichtssache, also noch hast du mir jetzt nicht so viel Damage gemacht, ne? Okay, ich halt die Fresse. Au. Slim, BD. Ich bin sehr konzentriert, ich denke man merkt das auch, ich rede nicht so viel. Jetzt muss ich mich auch konzentrieren. Autsch. Ich denke jetzt mal nicht, dass man sie besiegen kann. Au. Ich gehe einfach nicht von aus. Den nächsten entgehst du nicht. Nee, kann man nicht. Well. Dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jarrow T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Okay. Dann gehen wir mal weiter, ne? Das ist ja nicht so wichtig. Rutsch mal, machen wir wieder einen Rutschsimulator 2019 rausgehen. Ups. Und hey. Tralala. Und hoppsasa. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung. Fällt mir nicht. Naja, gut, dann würde ich sagen, werde ich in der nächsten Folge hier verzweifeln, anstatt dieser.
damit ihr auch einen Grund habt, die nächste Folge anzuschauen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Abonnieren hätte ich natürlich auch kein Problem mit. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.